Wurde Tequila ermordet? Wer wurde ermordet? Tequila. Prozess gegen Tequila Gonzales offenbart. Ach, aus dem Little Scout, ja, ja. Dort John hat versucht, mich anzurufen heute. Na, mir hat er vorhin geschrieben, wir sollen ab sofort auch aufzählen, wie viel Waschmittel wir verbrauchen. Bitte beachtet ab sofort, dass zu jedem Schichtende die verbrauchten Materialien mir zugeschickt werden. Waschmittel und so weiter. Das Gelaber. Bla, ja, bla, bla. Das kriegt man doch hin, nicht wahr? Ja, dich trifft es ja mehr zu. Oh, ich schreibe mal zurück. Ich hatte dir gestern einen Zettel im Kühlschrank hingelegt. Hast du ihn schon gelesen? Ich habe noch gar nicht in den Kühlschrank geguckt. Ich muss doch auf meine Linie achten. Schlick hat mir geschrieben. Kann ich meine Anziehsche demnächst abholen? War die Woche total beschäftigt. Naja. Und die Lina hat geschrieben. Hey. Ich denke, die ist ausgereist. 20.22 Uhr. Gestern. Och, da verblickt kein Mensch durch, was bei den jungen Leuten los ist. Hat sie nicht geschrieben. Na gut, die antworte auch nie. Ja, ich auch meistens nicht. Was hast du mir denn in den Kühlschrank gelegt? Abgeschlossen hast du wieder, damit ich nicht an die jungen Leute ankomme. Hallo Diane, hallo Sachse, na? Warum komme ich nicht an den Kühlschrank? Ausschließen. Ich kann es so nicht lesen. Hallo Ilse, ich habe Jessica heute eine Kritik per SMS geschrieben. Ich glaube, wir müssen das Hack aufbrauchen. Das sieht nicht mehr gut aus. Wie, das Hack sieht nicht mehr gut aus. Das sieht doch noch bombastisch aus. Das sieht schon so ein bisschen gräulich aus. Ich sehe auch schon ein bisschen gräulich aus und mich schmeißt du auch nicht weg. Bei dir ist es ja was anderes. Wieso ist das bei mir? Ja, müssen wir machen, da können wir vielleicht mal ein bisschen Bolognese-Soße draus machen oder so. Nicht wahr? Ach, Maxi. Ach nee, so sollte ich dich ja nicht mehr nennen. Ja, Max, mein Junge. Ja. Was denn für eine Kritik an der Jessica? Ja, dass sie sich nicht mehr meldet. Kann ich dir mal vorlesen, was ich hier geschrieben habe? Ja, lese mal vor, Junge. Ich schrieb ihr gestern, also als ich bei Winterwäsche war, ja, hallo Jessie. Ich finde es schade, dass man von dir nichts mehr hört. Seit du beim PD arbeitest, bist du wie vom Erdboden verschluckt. Während deiner Ausbildung hatten wir auf dich Rücksicht genommen. Von mir kam die spontane Idee mit der Bestellung vom Knussmann. Aber von dir kam nicht mal ein Anruf. Du hast die Ilse und mich auch kein einziges Mal in der Wäscherei besucht. Wir sind etwas enttäuscht von dir, da du mit den anderen scheinbar den Kontakt gepflegt hast, LG Max. Das hast du aber sehr schön geschrieben. Ja, das habe ich ihr gestern geschrieben und es kam auch keine Reaktion von ihr. Na dann. Da kann man sich ja seinen Teil denken. Ja, ich mache mir bloß schnell einen Kaffee, Junge, ja. So, wo hab ich denn mein Kaffeepulver? Hier ist mein Kaffeepulver. So. Hat die nicht mal zurückgeschrieben, oder was? Max?
Max, Ja. hat die nicht zurückgeschrieben oder was? Die hat nicht zurückgeschrieben. Ist nicht dein Ernst. Nee. Da kann man sich dann einen Teil denken. Dass sie egal, dass nichts an uns liegt. Ja, sag mal, ich bin verwirrt, ich krieg nicht mal mehr einen Kaffee zustande. Gib doch einfach auf den Knopf. Was hast du schon nachgefüllt? Ja, ich weiß nicht mehr, wie stark ich den immer mag. Nur trinkst du heute mal keinen Kaffee. Schnauze. Wird sie gleich wieder garstig. Hä? Haben die, sind die Rezepte geändert worden oder habe ich irgendwas verpasst? Habe ich das letzte Mal auch so gemacht, Den oder nicht? Aschenbecher kannst du auch mal ausleeren. Bitte. Ich wollte gerade sagen, früher hat man noch bitte gesagt. Ja, habe ich vergessen, deshalb habe ich es nachgeholt. Vergiss nicht, dass wir heute zum Indie wollten. Ja, ich brauche aber erstmal einen Kaffee. Kann doch nicht so schwer sein, die Maschine zu befüllen. Müssen wir uns wohl eine neue kaufen, wenn sie nicht mehr geht. Ich bin verwirrt, Max. Ich bin wirklich, wirklich verwirrt. Kaufen wir eine neue Kaffeemaschine und auf dem Weg zum Indie halten wir kurz einen Tanker oder so. Aber um meinen Kaffee, Max. Ach Mann, nee, wie soll man denn ohne Kaffee überleben? Ich hab's schon 27 Jahre geschafft. Ja, du bist ja auch nicht normal. Und der Aschenbecher wird ausgeleert, wenn er voll ist, dass das Der klar ist ist. schon voll. Der ist überhaupt nicht voll, da kann man noch was neu stapeln. Muss keine Türme bauen. Aber wenn ich das nun mal möchte. Wir sind jetzt in einer WG. Und? Da muss man Rücksicht auf den anderen nehmen. Muss man Rücksicht auf den anderen nehmen? Max, ich habe auch das Gefühl, der Kühlschrank geht kaputt. Mir liegt's nicht. Ja. Vergiss nicht, bevor wir zum MD fahren, dass du noch ein paar Sachen einpackst. Was denn für Sachen? Kann mir das jemand erklären, warum das jetzt auf einmal alles nicht mehr geht? Da gerade nachgeguckt, wie Kakao. Und Kaffee haben wir da auch schon gemacht. Warum geht denn das alles nicht mehr? Ein Brötchen Schweinehackzwiebel. Tee, Limo, Kakao, einmal Milch, einmal Kakaopulver. Haben wir versucht, ging nicht. Kaffee steht hier halt gar nicht drin. Ich werde mir wohl einen Kaffee kochen können. Wo ist denn das jetzt das Problem hier? Na, ich guck mal noch im wirklich Scout. Kann mir jemand erklären, woran das jetzt liegt? Wir haben aus den Kaffeebohnen haben wir Kaffeepulver gemacht. Ja, Kraft für Henker. Brauche ich vielleicht zweimal Wasser? Die Schränke funktionieren ja nicht mehr richtig, ne? Seitdem die das abgedatet haben hier irgendwie.
Ich konnte jetzt am Kühlschrank nicht überall hin verschieben, wie ich lustig bin. Nein. Ich habe ja schon dreimal Kaffeepulver. Wir hatten doch das letzte Mal auch nicht so viel. Da habe ich mich dann noch gefreut, dass wir so viel rauskriegen aus so wenig Gedings. Den Platz ein bisschen haushalten. Geh mir jetzt nicht und sag, ich versuche Kaffee zu machen. Das geht nichts. Und es war das letzte Mal so simpel. Aber es ist sowieso, die Schränke alles irgendwie... gut? Nee. Immer noch die Kaffeemaschine? Ja. Dann kaufen wir uns einen. Also ich habe 30, 40 mal Kaffee, 50 mal Kaffeepulver da. Ich will mir keinen Kaffee kaufen, ich möchte mir einen Kaffee kochen. Und das ist eigentlich total einfach. Ich weiß gar nicht, wo jetzt hier gerade das Problem liegt. Das ist ähnlich wie mit dem Kakao, verstehst du? Ach so. Man weiß genau, wie es geht. Aber irgendwie geht's dann doch nicht, ne? Ja, und dann dreht man ein bisschen hin und her an der Maschine und rüttelt ein bisschen und macht's genauso wie vorher und es geht auf immer. Manchmal muss man so einen Klaps geben. Manchmal ist es echt furchtbar, ja. Das wird aus Hack gemacht. Hack sagt guten Tag. Ich hab ne Hackfresse. Tja, aber so ist das nun mal, ne? Da kommst du nicht mit klar. Machst du deine Laune von so einer Maschine abhängig? Ja, und jetzt hab ich irgendeinen falschen Knopf gedrückt, jetzt hab ich einen Espresso. Ei. Soll man was Zeit für was Neues, oder nicht? Kein Schwitter, das hab ich schon jetzt gemacht. Jetzt hab ich nochmal aufs Maschinchen gedrückt, naja. Machst du Espresso? Nee. Ach, Junge, du weißt nicht, was gut ist. Dann werde ich halt genauso hibbelig wie du. Oh, jetzt ich bin überhaupt nicht hibbelig. Kaffee. Jetzt hört's aber auf, Junge. Gleich bin ich nicht mehr hibbelig, sobald ich schon Kaffee getrunken habe. Da geht's mir wieder gut. Ach, Siste. Jetzt haben wir einen schönen Kaffee. Nicht schon zauberhaft. Hast du deine Tasche schon gepackt? Was denn für eine Tasche packen? Ja, bevor wir losfahren. Wo soll ich denn da reinpacken? Ja. Bevor wir zum ND fahren, musst du die Tasche packen. Was soll ich denn in die Tasche packen, Max? Ein paar Wechselklamotten. Meinst du Schlippis oder was? Ja. Und Hosen und was weiß ich. Aber warum denn? Ja. Du lässt mich doch nicht dort. Ja, wenn die Werte nicht gut sind, dann behalten sie dich dort. Vielleicht behalten sie dich ja dort, pack du doch deine Sachen. Ich glaube, es hakt, Max. Jetzt sei nicht so gemein. Die behalten mich doch nicht dort. Max, meinst du wirklich, dass die mich dort behalten? Wenn die deine Werte nicht gefallen, dann behalten sie sich da zur Kontrolle da. Ich möchte aber nicht dort bleiben, Max. Das kann ich ja nicht entscheiden. Max? Ja? Wenn die mich dort behalten wollen, dann musst du mich dort rausschleusen. Hast du das gehört, Max? Du musst mich dann dort rausschleusen. Ja, und dann lebst du weiter hier illegal, weil du sollst ja im Krankenhaus sein, oder wie? Ich bin doch nicht illegal, nur weil ich nicht im Krankenhaus bleiben will. Du kannst dich auf eigene Gefahr wieder entlassen. Hi. Ne, ich hab frische Schlipper an, die haben keine Löcher.
Max, versprich mir, dass du mich wieder mit nach Hause nimmst. Ja, ich verspreche. Ja, gut. Hier, bitte. Ach, das ist aber lieb von dir. Danke. Bitteschön. Dann nehme ich das auch vorhin zurück, dass ich so frech war. In Ordnung. Wir müssen sowieso als erstes auf die Bank gehen, welchen die Gönne ausziehe. Muss das wirklich jeden Tag sein? Passiert doch nichts. Max, wenn du sagst, da passiert nichts, dann wird eines Tages was passieren. Und dann wirst du dich umgucken und dann wirst du sagen, hättest du mal auf die Ilse gehört. Und dann werd ich hier sitzen und werd sagen, ne, hab's dir doch gesagt. Aber wenn was passiert, kann man ja wieso nichts machen. Ne, natürlich, da kannst du sofort zur Bank rennen und sagen, nee, das geht so nicht, das ist falsch. Ist auf dem Weg zum MD irgendwo ein Automat? Brauchen wir ja nicht extra nochmal laufen. Du willst bloß nicht laufen. Vielleicht sollte ich vor dem MD noch ein Schönchen rauchen, damit ich ein bisschen ruhiger bin. Das merken die doch. Wie, das merken die? Woher sollen die das merken? Ja, wenn die dich komplett kontrollieren, dann sehen sie doch, dass du auch einen Joint zu dir genommen hast. Sehen sie doch irgendwie an den Blutwerten oder sowas. Ach so. Nee, das wäre ja voll toll. Dann kommt die Cops gleichzeitig auch noch. Ach du Heiland. Hallo Chief Root, hallo Spezialist. Na? Willst du sich Online-Banking zulegen? Och nee, Max. Was ist, wenn sie bei dir was finden? Was sollen sie bei mir finden? Na, eine Erektionsstörung feststellen oder feststellen, dass dein Samen nicht so gesund ist, wie wir denken. Wie wir? Sind wir schon wieder beim Thema, Ilse? Wieso schon wieder beim Thema? Ja, woher willst du das denn wissen? Na, ich denke, dass dein Samen gesund ist. Denkst du etwa, dein Samen ist nicht gesund? Ich denke immer nur das Beste. Siehste, ich auch. Weißt du denn eigentlich nur, wo dieses Dings ist, wo wir einen Gutschein für gekriegt haben? Nee. Aber ich hatte so die spontane Idee, weil ich ja letztens schon fragte wegen Einweihung, dass wir einfach die Gutscheine nehmen und dann Nina und Louis mitnehmen. Das können wir auch machen. Ja, das ist eine gute Idee. Da haben wir keinen Dreck in der Bude. Ja, und du musst nicht saugen. Nee, saugen muss ich dann nicht. Dann muss ich schon wegen deinem Dreck fissen immer. Wieso mein? Na du tust ja nicht die Fiese abklopfen, bevor du zur Tiere reingehst. Doch, putze immer einmal ab. An was denn? Am Scheißhaufen oder was? Nee, an der Fußmatte, hast du die noch nicht gesehen? Ja, ich hab gesehen, wie dreckig die aussieht. Ach, nee. Mich wundert, dass das mir die Lina jetzt auf einmal wieder schreibt, wenn sie doch angeblich ausgereist ist. Konfrontier sie doch damit. Der Hugo hat mir auch nicht geantwortet. Die kapseln sich alle von uns ab. Ja, sollen sie machen. Werden sie sehen, wenn du im Krankenhaus liegst, wäschen deiner Prostata und ich wäschen was weiß ich was. Ja, wegen deiner Raucherlunge. Ich hab überhaupt keine Raucherlunge. Raucherlunge. Nee. Die ist völlig in Ordnung. Hin und wieder muss ich mal ein bisschen husten, aber das ist ja normal. Also solange du kein Blut hustest oder so? Phönixa, du sollst nicht so viel rauchen. Hallo. Ich huste Blut husten. Nee, Junge, was du dir einbildest. Ach
so, wir haben ja eine Gehaltserhöhung gehabt. Stimmt, wir hatten ja eine Gehaltserhöhung. Ich habe noch gar nicht geraucht. Ich wollte jetzt gleich rauchen. 914. Ilse, das wird langsam. Da können wir die Woche Urlaub doch rumkriegen. Alles da, wo es sein soll? Alles da, wo es sein soll. Gott sei Dank. So. Ach, wer ist mir gerade... Meine Stimme im Körper hat mir gerade geflüstert, dass ich eine rauchen sollte. Damit sich der Ortsbesuch auch lohnt. Maxi? Was ist Ilschen? Ilschen? Nee, das Ding ist ja albern. Oder Ilselein. Ilselein, du kleines Schwein. Nee, das kannst du auch nicht machen. Ilselein ging allein in die kleine Welt hinein. Maxi ist auch sowas nicht. Außerdem ist doch, du heißt ja Englisch Maximilian. Da kann man auch Maxi sagen. Dann denke ich immer an so einen Schokoriegel. Schokoriegel. Der hieß Maxi King. Von früher. Maxi King. Nee, kenisch bist du noch nicht. Aber du kannst alles werden, was du willst, Max. Okay, Ilschen. Wollen wir noch mal gucken, ob da drüben eine Wohnung frei geworden ist? Können wir machen, Ilschen. Hör auf, mich zu nennen, sonst kriegst du einzelner die Kommentleisten. Okay, Ilselein. Max? Ilselein ging allein. Ich schwör dir, ich hau dir in dein Fressbrett. Dann haben wir wenigstens einen Grund fürs MD. Doch, gut. Seht ihr gut, wie geht's weiter? War gerade so ein Kinderlied von früher. Sei nicht so frech. Okay. Ich war schon auf der Welt, ne? Da warst du noch in der Prostata von deinem Vati. Ja. Das stimmt. Da war ich ja noch nicht mehr in Planung. Nee, das ist richtig, ja. Hat die Jessica wenigstens versucht, dich zurückzurufen oder so? Nee, auch nicht. Okay, OC wissen wir, dass sie gestern online war. Deckt also, jetzt wie ein Kopf. Fakt ist der, dass wir immer sowieso ausspielen, dass die Leute ja generell immer da sind. Ja, die sind ja, verschwinden ja nicht einfach. Und wir wissen auch, dass sie hat es definitiv gelesen. Das, also weiß ich zumindest, wissen wir OC, dass sie es gelesen hat. Tja, und der während des Spiels, der hat schon. Ja. Also ich dachte wirklich, die Jessica, das wäre eine gute. Ah, habe ich auch gedacht, aber naja. Nee, das habe ich auch von der Lina gedacht. Aber offensichtlich war ihre Ausreise ja nicht auf Dauer. Fahren wir dann direkt zum MD oder wie wollen wir das machen? Ich weiß nicht, hast du noch was anderes vor? Willst du irgendwie Slick noch die Wäsche geben oder sowas? Ja, das hatte ich eigentlich vor. Dann können wir das sofort. Ne, ich weiß ja nicht, ich muss den dann erstmal anrufen, ob der da ist. Auf der anderen Seite habe ich jetzt immer frische Schlippis an. Hast du das so selten? Nee, aber wenn ich dann eine Weile gearbeitet habe, dann hab ich ja auch geschwitzt, Max. Räuberleiter? Natürlich.
alles belegt. Man, was viel wie auch Räuberleiter macht. Trauerspiel ist das. Wir sind richtig gut im Räuberleiter machen. Ja, wie Bunny und Clyde. Bunny und Clyde? Ja. Gangster-Duo. Ja, wir sind auch so ein Gangster-Duo. Ich hätte ja gedacht, wenn ich jetzt der Jessica schreibe, dass da wenigstens überhaupt eine Reaktion kommt. Wie eine Entschuldigung oder so. War gar nichts. Ja, oder leck mich. Ich bin jetzt was Besseres, weil ich bin jetzt bei der Polizei. Leck mich würde sie nicht schreiben, die steht doch auf Frauen. Ja, naja, kannst du ja trotzdem schreiben. Fahren wir mit deinem oder mit meinem? Wir können mit meinem fahren. Hat sie nicht mal geantwortet, das ist natürlich schon krass. Das ist schon krass, dass sie nicht geantwortet hat. Wie gesagt, wir müssen ja sowieso davon ausgehen, sie verschwinden ja nicht aus der Stadt, sie sind ja immer dauerhaft in der Stadt. Und dass sie da nicht mal auf eine Nachricht reagiert, ist schon... Wow. Na, hoffentlich müssen wir nicht so lange warten. Ach, Siste, ich ruf den Schlick gleich mal an. Schlick. Ich muss mir den unter Call einspeichern, das ist einfach zu merken. Mal gucken, ob der rangeht, weil da kennt man ja auch erst in der Wäscherei und das machen. Da hast du schon recht, da haben wir es weg. Nee, der geht nicht ans Telefon. Wie all die anderen geht der auch nie ans Telefon. Also ich habe mein Handy ja immer griffbereit. Ja. Dich muss ich aber nicht anrufen, du sitzt schon neben mir. Ja. Ich wohne jetzt sogar bei dir. Nee, du wohnst nicht bei mir, wir wohnen zusammen. Klingt das falsch, wenn ich sage bei dir? Ja, das klingt so, als wärst du zur Untermiete da, aber wir sind ja WG-Mitbewohner. Wir bräuchten bloß noch die größere Wohnung. Ach, da wär's klick perfekt. Aber die Couch geht eigentlich. Also ich hab's mir unbequemer vorgestellt. Na, aber es ist trotzdem nicht auf Dauer für deinen Rücken. Vielleicht können wir den auch gleich mal mit durchchecken lassen, deinen Rücken. Da müssen wir dir noch so einen Matratzenschoner kaufen, den wir da drauf legen können, dass du es ein bisschen weicher hast. Das geht. Ja, das können wir doch machen, dir noch so ein Ding da drauf klatschen. Küsst ja jetzt auch nicht die Welt. Eieiei. Ach du Heiland, Max. In dem Parkverbot stehst du trotzdem. Ja. Nichts passiert. Nee. Warum passiert denn das immer? So, links gucken, rechts gucken. Nur aber hört dich über die Straße. Ach, Max, ein bisschen Angst hab ich ja schon.
Ja, ich hoffe, ich muss nicht mehr alleine nach Hause fahren. Jetzt hör aber auf, sowas zu sagen. Was haben die gesagt, was das kostet? Ich meine 40 oder 60 Dollar. Ach nein. Wir machen aber erst deine Untersuchung. Brauchst mich nicht vorschieben. Nein, wir machen beide. Stehen die Herren hier alle an? Nee, ich glaube nicht, dass sie da stehen. Ich glaube doch. Cool. Es gab einen Unfall, da liegt ein Cheburek und erst hieß es Harry, dann hieß es Dad. Hallo. Guten Tag. Ja, ich hätte gerne mal eine Vorsorgeuntersuchung bei mir durchgeführt und für den jungen Mann auch eine Vorsorgeuntersuchung und vielleicht auch eine Prostata-Untersuchung. Okay, gut, dann einmal bitte setzen, ich schicke gleich jemand zu Ihnen. Dankeschön. Kannst du dich nicht rausreden. Ja. Aber wie selbstverständlich du das gesagt hast. Was denn? Für eine Prostata-Untersuchung. Na, was denn? Ich wollte es nicht so rumschreien, falls es dir unangenehm ist. Ich weiß ja schon, dass es der Louis weiß. Ja, der Louis muss hier auch noch hingehen, das nützt alles nicht. Och, nee, Max. Die Junge. Und wie war dein Seniorensport heute? Ach, der war ganz angenehm tatsächlich. Ja, ein bisschen aufregend, wegen dem Rumgehöps und so. Und heute haben wir solche anstrengenden Übungen gemacht. Für Übungen. Auf dem Ball rumgesessen und dann mussten wir uns nach hinten beugen und das Gleichgewicht halten. Das war nicht so einfach. Was hast du den ganzen Tag so getrieben? Perso geguckt. Ach ne, das ist ja zauberhaft. Ja, war ja heute nichts los. Also ich musste ja nichts machen bei Winterswäsche. Du hast mir gar nicht erzählt, dass du von den Horrorfilmen, die wir mal gucken, dass du da so ein Poster hast. Hallo. Ja. Hallo. Die Frau dürfte einmal mit bei mir mitkommen. Dann ja. Mache ich einmal mit Ihnen die Vorsorgeuntersuchung. Ja, sehr gerne. Und der Herr, noch einen Moment bitte warten, da kommt nämlich mein Kollege gleich, ja? Achte drauf, dass er die Prostata nicht vergisst, ja? Ich mache mir Sorgen um dich, Junge. Wolltest du nicht, dass ich dabei bin bei dir? Naja, wenn wir es zeitgleich abhandeln können, ist ja auch ich glaub, nicht. Ich glaube, wir sind im gleichen Raum auf jeden Fall dann wahrscheinlich. Hallöchen. Ne? Hallo. Der junge Herr wollte eine Vorsorgeuntersuchung. Dann richtig? Kommen Sie mal mit. Richtig. Okay. Wehe, die machen die Prostata oder so nicht, dann weine ich aber. So, dann einmal hier lang durchs Labyrinth. Hey, das ist ja verwirrend hier. Ja, ach, da gewöhnt man sich dran. So, dann dürfen Sie sich einmal hier ganz vorsichtig aufs Bett draufsetzen oder legen, wie es am bequemsten für Sie ist. Ja. Und dann würde ich einmal gerne Ihren Ausweis nochmal sehen. Natürlich. Ja, ich wollte das schon lange machen und dann habe ich es immer vor mir hergeschoben. Ja, das kenne ich tatsächlich. Alles klar. So. Einen Moment.
Haben Sie schon eine Akte bei uns? Waren Sie schon mal hier? Nee, ich habe nur die... Doch, ich war schon mal, ich hatte schon mal einen Unfall. Aber okay, ich weiß nicht, ob es da eine Akte gibt. Ja, doch, ich kann einmal nachschauen. Ich schaue mal, ob da Infos fehlen. Dann bin ich gleich wieder da, ja? Ja. Okay, perfekt. Ist alles soweit vollständig? Super. Okay, dann machen wir mal eine allgemeine Vorsorgeuntersuchung. Ganz genau. Wie geht's Ihnen denn? Wie ist Ihr Allgemeinzustand zurzeit? Ach, eigentlich ganz gut. Ich habe einen Mückenstich am Arm. Ein Mückenstich? Okay. Ja, aber ansonsten geht's mir so weit ganz gut. Aber man macht sich ja Gedanken, ne? Ja, natürlich. Ist besser, wenn man das vorher trotzdem abcheckt, ne? Wenn irgendwas sein sollte. Ja, eben. Ich bin ja auch nicht mehr die Schlimmste. Und wie läuft das? Ist das irgendwie, haben Sie Probleme mit Übelkeit oder Kopfschmerzen, Schwindel, irgendwas zu weit? Na, nur wenn ich ein Bierchen zu viel getrunken habe, dann okay, ja. Ich verstehe. Aber sonst nicht einfach, dass das irgendwie unnötig ist? Nein. Das ist zwischendurch. Nein, gar okay. nicht. Und sonst läuft alles gut mit Ihrer Ernährung und dem Appetit und Schlaf? Oh, Hunger habe ich immer. Und schlafen okay. kann ich auch. Der Max sagt, ich werde schnarchen, aber das stimmt überhaupt nicht. Verstehe. Das ist gut. Okay, dann würde ich jetzt gleich nochmal Ihre Vitalwerte prüfen. Ja. Dann kann ich mal anfangen. Ich hole einmal die Geräte zu Ihnen und dann können wir gleich starten, ja? Lass mich raten, er versucht sich da rauszuwinden, oder? So. Und zwar würde ich anfangen mit dem Blutdruck. Ja. Dürfte ich Ihren linken oder den rechten Arm nehmen? Ach, das ist mir egal, was Ihnen lieber ist. Dann würde ich jetzt den linken nehmen. Ja. Ich würde einmal ganz vorsichtig so ein bisschen Ihren Ärmel hochschieben. Den Pullover dürfen Sie anbehalten. Mhm. Das sollte so reichen, wenn ich das so ein bisschen hochschiebe. Damit ich da gleich nämlich die Manschette rüberziehen kann. Ach, mein verstorbener erste Mann, der hatte immer hohen Blutdruck, furchtbar. Der hat sich aber auch über alles aufgerechnet. Immer gesagt, es ist nicht gut für dein Herz. Ja. Ja, letzten Endes hat es recht, ne? So. Dann bringe ich einmal die Manschette um den Oberarm. Ja. So, nicht erschrecken, es muss ein bisschen fester. Ich mache einmal den Klettverschluss rum. Nicht, solange sie mir den Arm nicht abschnüren, nein, ist alles gut. Nein, das passe ich schon auf, keine Sorge. So, okay. Dann bitte einmal den Arm so entspannt hängen lassen. Ja. Nicht anspannen oder so. Und dann einfach ganz still sitzen bleiben. Sie kennen das ja wahrscheinlich, ne? Ein Blutdruckgerät. Ja, das kenne ich noch. Da fängt gleich an zu pumpen und dann wird es immer so ein bisschen strammer. Also nicht erschrecken, bitte. Haben Sie sonst irgendwie Probleme mit Ihrem Blutdruck? Nein, gar nicht. Tatsächlich war ich immer topfit. Das ist gut. Das ist gut zu hören. Oh, es kann sich so schnell ändern. Ja. Nein, aber wie gesagt, das finde ich echt gut, dass Sie dann auch herkommen zu so einer Vorsorgeuntersuchung. Ja, ich müsste das regelmäßiger machen, aber man schiebt es dann immer. Und jetzt haben wir gesagt, jetzt nehme ich den Max auch gleich mit. Ja. Ich meine, der ist zwar noch jung, aber man weiß ja nie. Das kann so schnell gehen. So, ist gleich fertig. Lese ich mir mal die Werte ab. Normal wäre 120 zu 80. Aha. Okay. Doch, das sieht gut aus. Oh, zauberhaft. Okay. Ist ein kleinen Tick über dem Normalwert, aber ist trotzdem noch völlig in der Norm. Ach. Also, da müssen Sie sich gar keine Sorgen machen. Ja, ich war ein bisschen aufgeregt jetzt, ne? Alles gut. So, dann würde ich das mal vorsichtig wieder abmachen. Einmal den Klettverschluss hier und dann die Manschette runterziehen. So. Lege ich das mal hier hin. Das brauchen wir jetzt erstmal nicht. Dann habe ich hier dieses kleine Gerät, das kommt auf Ihren Finger. Mhm. Das ist zur Messung des Pulses und der Sauerstoffsättigung. Ja, das wäre wichtig, dass ich genug Sauerstoff habe. Also Pulsoximeter, das ist so ein kleines Ding, das mache ich Ihnen einmal. Dürfte ich das an Ihren linken Zeigefinger ranmachen? Ja, natürlich. Genau, das ist einfach wie so eine kleine Klammer. Ja, wie so eine Wäscheklammer früher. Genau, ein bisschen größer, aber so ungefähr, genau, fühlt sich das an. Dann mache ich das da einmal ran. Das macht man meistens so an Zeige oder Mittelfinger. Ja, da haben die Kinder immer gelacht, wenn die mit der Wäscheklammern spielen durften.
Ja, das kenne ich auch noch. Ach, das war, da brauchten die nichts anderes. Ja. So, dann schauen wir uns mal Ihren Puls erstmal an. Aber Sie meinten, Sie sind ein bisschen aufgeregt, ne? Ja. Aber sonst ist irgendwas in der letzten Zeit bei Ihnen passiert, irgendwas vorgefallen, dass Sie irgendwie einen Schockzustand hatten oder eine allgemeine Unruhe? Ach nee, das ist schon eine Weile her, dass Sie mal überfallen wurden, da hält man den ich. Verstehe. Ja, da war ich, ach nee, da war ich völlig fertig. Ja. No. Und ansonsten, ach, ich habe jetzt eine Dokumentation gesehen und das hat mich, da habe ich gleich an meinen Mückenstich gedacht. Da hatte ja. eine, der hat eine Spinne denn gebissen und dann hat die Haufen Eier in den Neigel gelegt. Das war furchtbar. Oh, ich verstehe. Ach, ich weiß nicht, ob das wirklich passieren kann oder ob das nur gestellt war, aber es war ganz furchtbar. Ich könnte die halbe Nacht nicht schlafen. Ja, das verstehe ich. So, der normale Ruhepuls wäre von 60 bis 80 BPM. Und Sie liegen da ganz gut drin mit 78. Ja. Das sieht gut aus. Das ist nur zwei mehr, als ich alt bin. Alles klar. So, dann gucken wir noch einmal wegen der Sauerstoffsättigung. Das kann das Gerät nämlich auch anzeigen. Das ist so ein Wundergerät. Ach, das ist zauberhaft. Einmal gucken. Haben Sie Probleme mit irgendwie Kreislaufstörung oder Asthma? Nein, ich bin letztens mal gestolpert auf dem Bordstein. Ja. Aber da bin ich eher über meine eigene Dummheit geflogen, als über alles andere. Ja, das kenne ich bei mir auch. Alles gut. Okay. Aber hier ist auch alles in der Norm. 96 bis 100% sollte das sein. Sehr schön. Mit dem Sauerstoff ist auch alles gut. Okay, dann kann ich Ihnen das kleine Pulsoximeter mal wieder abmachen vom Zeigefinger. Ja. Das legen wir hier vorne hin. Ja, mein erster Mann hatte auch Herzprobleme. Nicht, dass das irgendwie dann auch auf mich übergegangen ist, aber ich hoffe nicht. Das sieht alles bisher gut aus. Ja. Jetzt würde ich als nächstes Ihren Blutzucker einmal testen. No. Und nur mit Ihrer Einverständnis, wenn das okay ist, weil ich nämlich einen kleinen Stich in Ihren Finger machen müsste mit so einer kleinen Nadel. Ja, wenn ich schon mal hier bin, dann testen wir doch gleich alles, nicht wahr? Ist das okay? Ja, das klar. Ich würde dann bei der linken Hand bleiben. Welchen Finger dürfte ich da nehmen? Dann können Sie auch den Zeigefinger gleich wieder. Ja? No. Okay. Dann nehme ich den Zeigefinger. Kannst dann später bei Max ein bisschen schauen, dass ich gebiegst wurde. Ja. Alles klar. Dann schaue ich einmal hier wegen der Punktionsstelle. So, dann machen wir das erstmal ein bisschen sauber mit Desinfektionsmittel. Achtung, es wird ein bisschen kalt. Ja. Damit auch alles sauber ist. Erstmal ein bisschen desinfizieren. So, dann tupfe ich das noch ein bisschen ab, dass es nicht zu nass ist. So, das sieht gut aus. Okay, dann komme ich hier einmal wegen dem Blutzucker. Einmal die Lanzette. Hier so ein bisschen. Hey, jetzt habe ich schon eine Marmeladenbrötchen gegessen, nicht, dass das hochgetrieben hat. Können Sie Blut ab? Oder ja, natürlich. Sie wegschauen sonst? Nee, das interessiert mich nicht, wäre schon ein bisschen blöd. Dann nicht erschrecken, ich würde jetzt nämlich gleich einstechen. Einen Moment. Und zwar zack. Okay. Haben Sie gut überstanden? Ja. So, dann mache ich hier diesen kleinen Bluttropfen auf diesen Teststreifen. Und dann haben wir nämlich gleich auch schon die nächsten Werte von Ihrem Blutzuckerwert. Alles klar, okay. 60 bis 120 wäre normal. Aha, okay. Okay. Sehr schön. Mache ich das auch wieder ab. Lege ich hier vorne erstmal hin. Den Streifen packe ich hier ein, dass es nicht schmiert. So, ich habe hier noch einen kleinen Tupfer. Können Sie den einen Moment mit den drücke ich da drauf, ja. Genau, mit Daumen und Zeigefinger am besten. Das mache ich. Blutung. Ja. Genau. Nicht das schöne Bett noch voll, Emil. Ach, das ist nicht so schlimm. Aber Sie sollen ja auch nicht Ihre Kleidung oder so beschmutzen dadurch. Genau. So, einmal kurz ein paar Sekunden halten und dann kann ich Ihnen gleich auch ein Pflaster drauf machen. Ja. Und dann zum Schluss würde ich jetzt noch einmal Ihre Temperatur gleich messen. No. Da habe ich hier ein kleines Thermometer, das würde ich gleich in Ihren Gehörgang einführen. Nicht wundern bitte, das ist hier so eine Hygiene-Cap drauf, die wird jedes Mal ausgewechselt. Also das läuft hier alles ganz hygienisch. Ja, das wird nämlich nach früher jedem hatten wir solche riesen Thermometer, da müsste man mit den Kindern dann immer in den Hintern. Das war immer furchtbar. Ja, die gab es dann später, die habe ich dann auch schnell gekauft, da sind die Kinder lieber zu mir gekommen, auch die Enkel. Ja, verstehe. Ja. So, okay. Thermometer lege ich hier schon mal hin. Dann mache ich noch ein kleines Pflaster um Ihren Zeigefinger. Ja. Können Sie einmal bitte das Tuch loslassen? Genau. So. Dann hebe ich ihn einmal ab.
Gibt es noch ein kleines Pflaster? Das können Sie auch in ein paar Stunden heute wieder abnehmen. Geht jetzt einfach nur darum, dass die Blutung aufhört. Und dann verheilt das ja auch schnell, dieser kleine Einstich. Ja, nicht, dass wir hoffen, nicht, dass wieder die Spinnen kommen, nicht wahr? Nee, die werden dann nicht kommen, nee. So, dann geht es einmal um das Thermometer. Dürfte ich einmal bei Ihnen die Haare aus dem Gesicht so ein bisschen machen? Ja, na klar. Also nicht erschrecken, dass ich sie einmal da anfasse. So, mache ich einmal die Haare hinters Ohr so ein bisschen. Ich habe vollstes Vertrauen zu Ärzten. Sehr schön. Na, ich frage ja halt trotzdem. Ne? Einige mögen das ja nicht, wenn sie dann von fremden Leuten angefasst werden. Ach nee. Deswegen frage ich einfach. Sie sind trotzdem. Ja hier, um alle gesund zu halten, ne? Genau. Das ist ja ihre Aufgabe und das machen sie ja auch gut. So, okay. Würde ich das einmal ganz vorsichtig in Ihr Ohr reinhalten? Ja. Könnte so ein bisschen unangenehm sich anfühlen, aber ich bin ganz, ganz vorsichtig. Ja. So, und dann einmal stillhalten, nicht bewegen bitte. Und dann warten wir auf die Werte. Kennen Sie die normalen Werte? Die Temperaturwerte eines Menschen? Nee. Nee, damit also habe ich mich nie beschäftigt. Es sollte eigentlich 36,5 Grad Celsius bis 37,4 Grad Celsius sein. Wollen wir uns mal anschauen, was gleich bei Ihnen ist? Na, hoffentlich bin ich nicht zu heiß. Mal gucken. Da ist aber heute auch wieder warm draußen, ne? Ja, ich habe den Pulli draufgezogen, weil ich dachte, wenn doch mal ein Windchen kommt, nicht, dass ich mich verkiel. Ja, das stimmt tatsächlich. Okay. 37,3 haben wir sie. Ja, das klingt doch zauberhaft. Aber ist alles noch gut. Wahrscheinlich echt wegen dem Pulli so ein bisschen. Ich meine, wir sind ja jetzt gerade auch hier im Gebäude. Wenn Sie erstmal rausgehen und alles, dann wird das auch wieder ein bisschen kühler. Aber ist alles gut. Ach, okay. Das ist ja super. Ach, da bin ich erleichtert. Hier, leg das mal da vorne hin. Das räume ich gleich alles weg. So, dann gucke ich noch einmal in meinen Daten. Sind wir soweit durch? Temperatur haben wir gemessen. Blutzucker, Puls und Sauerstoffsättigung, Blutdruck. Und Sie haben gesagt, Ihr Allgemeinwohlbefinden ist auch in Ordnung. Ja. Wenn ich wüsste, dass Max auch gut geht, auch mit der Prostata, dem ist das ja unangenehm, aber die Untersuchungen sind wichtig. Der ist da ganz gut in guten Händen bei meinem Kollegen. Ach, ne, Gott sei Dank. Ja. Der hat sich ein bisschen geziert. Ja. Und sonst, haben Sie sonstige Beschwerden oder irgendwie aktuelle Stresssituationen? Nee, aktuell eigentlich gar nicht. Ja, perfekt, das ist gut. Das klingt echt gut. Okay, Frau Schneider-Gagger, die Werte sehen alle sehr gut aus, tatsächlich. Ach, da bin ich erleichtert, Mensch. Da hatte ich so eine Erfrischung davor, weil ich gedacht habe, nicht, dass doch irgendwas ist. Ach, müsste doch gehen. Ich finde es schön, dass Sie, wie gesagt, doch herkommen. Das ist sehr vorbildlich. Ja, einfach mal zur Sicherheit. Ich meine, dann am Ende ist man krank und man weiß gar nicht, warum und hätte es eigentlich verhindern können, ne? Ja, okay. So, dann dürfen Sie schon mal vorsichtig wieder aufstehen. Ja. Und dann sind wir soweit auch gleich durch. Dann kommt noch einmal der unangenehme Teil, und zwar die kleine Rechnung. Ja. Die ich Ihnen leider berechnen muss dafür. Ja, das ist, muss Ihnen die Gesundheit schon wert sein. Ja, das stimmt tatsächlich. So. Okay. Uch, bin ich die ganze Zeit angerufen. Ich bin noch die Infoleitstelle drüben. Aber ach, Sie haben ja einen Stress, meine Herren. So, das sind einmal $60, das wird dann von Ihrem Konto abgebucht. Einmal mit Karte, bitte. Perfekt, hat geklappt. Sehr super. Schön. Super, dann sind wir soweit durch. Wir können einmal rübergehen und fragen, wie weit die Herrschaften sind. Der hatte die Hose noch nicht, also ich habe das gesehen. Dann können wir sie nämlich zusammen schon wieder zurückbringen. Ich frage einmal. Hallo. Hallöchen. Frau Schneider-Gagger war fertig. Der junge Mann ist... Sie haben mir das Gambal gegeben, okay. Oder sollen wir schon mal alleine vorgehen? Wir sind jetzt eigentlich fertig. Achso, okay, dann gut. Okay, dann muss ich mir nachher Frau mal noch... Weil die Frau sich erkundigt, ob alles okay ist mit dem Herrn. Super, der topfit. Sehr schön. Topfit bist du? Das sind wir ja beide topfit, ne? Das ist ja super. Ja. Also muss sie nicht hier bleiben? Nee, ich muss nicht alles hier bleiben. Super. Der wollte mich schon hier lassen. Der hat gesagt, ich soll Wechselsachen mitnehmen, der Gemeine. Ah, okay. Nee, macht sie halt Sorgen? Ja, haben Sie auch die Prostata untersucht? Natürlich. Sehr gut. Wir machen doch keine halben Sachen hier. Ja, nee, das ist auch wichtig. Da müssen wir auch regelmäßig mit dir gehen, Max. Da brauchst du dich nicht zieren. Der ist noch jung. So regelmäßig brauchen wir nicht. Na, das kann man doch schon mal machen, nicht wahr? Schaut ja auch nicht. Ich muss mal gleich ans Telefon, weil ich die Infoleitstelle noch bin. Ich wünsche Ihnen auf jeden Fall alles Gute. Passen Sie auf sich auf. Vielen Dank. Sie waren sehr nett. Und dann noch einen schönen Abend, ja?
Dankeschön. Alles klar. Okay, dann bringe ich sie nach vorne. Tschüss. Okay, dann gehen wir mal nach vorne. Mhm. Genau. Jetzt können wir um die Häuser ziehen, wenn wir so der Pfiff sind. Mhm. Haben die gemacht? Die haben doch keine Prostata-Untersuchung jetzt mit ihm gemacht. Das machen die doch nicht hier. Die gemeinen, die verarschen die Ilse. So, da sind wir. Ich muss jetzt mal jetzt so machen, ja. Okay. Ja, alles super. Dann wünsche ich einen schönen Abend. Vielen, vielen Dank. Ja, vielen Dank. War wirklich gut. Und kriegen wir alles hin. Alles klar. Dann schönen Abend noch. Ja, auf Wiedersehen. Ja. Danke ebenfalls. Tschüss. Danke auch so. Tschüss. Tschüss. Das ist, glaub ich, gar nicht so leicht, die bei der Stange zu halten. Kannst du mir rüberkommen? Ilse. Ja. Der hat mir alles detailliert erklärt. Ja. Was passiert, wenn und was jetzt gemacht wird und mein Popo tut weh. Haben Sie dir unten Popo gestochen? Mit dem Finger. Mir haben sie in den Finger gestochen, also hör auf zu heulen. Stell dich mal nicht so an. Aber jetzt weißt du, dass das deiner Prostata gut geht. Das ist ja auch wichtig mit deiner Prostata. Ich habe ihn auch gefragt, wie ich das selber vorbeugen kann. So. Ja, und? Er hat gesagt, immer ausreichend trinken. Ach, siehste? Ja, das ist gut. Ich finde das gut, dass du das gemacht hast. Und bei mir ist auch alles in Ordnung. Das hättest du mir ja auch nachgetragen, wenn ich es nicht gemacht hätte. Ne, natürlich hätte ich dir das nachgetragen. Da hätte ich das selber bei dir machen müssen. Das hättest du nicht gemacht. Hätte ich wohl. Ach, Mensch, Max, ich wäre so gern dabei gewesen. So weit kommt's noch, dass du mich am Hintern rumpulst. Nee, ich hätte ja bloß gerne zugeguckt.